Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der Filmfloh. Ja, ich möchte in diesem Video über einen Film reden und zwar über den Film Lips and Tips. Ja, Lips and Tips, das ist ein Film von Christian Koch und ja, ein Freund und YouTube-Kollege. Ja, und deswegen hatte ich auch ein wenig Angst, über den Film hier zu sprechen. Warum das so ist, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Melanie, eine hart arbeitende Stewardess, kommt spät nachts an ihrem Heimatflughafen an und will einfach nur noch schlafen. Doch irgendjemand scheint sie zu beobachten. Als sie das Parkhaus des Flughafens betritt, wird sie von einer Person angesprochen, die düstere Pläne mit ihr vorhat. Ja, Lips and Tips ist ein Kurzfilm aus dem Jahr 2021 und hat eine Laufzeit von 32 Minuten. Und wie gesagt, ich hatte ein wenig Angst, diesen Film hier auf dem Kanal vorzustellen, denn ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da ein wenig befangen. Denn Christian Koch, der ist ein Freund, ein YouTube-Kollege und man kennt ihn natürlich aus verschiedenen Livestreams hier auf dem Kanal. Und er hat auch als Autor schon verschiedene Texte zu Mediabooks verfasst. Ein Mediabook, das habe ich euch mal vorgestellt und das war Ali. Ja, und jetzt hat er hier dementsprechend zwei Kurzfilme auf dieser wunderbaren Blu-ray. Und ja, ich habe gedacht, ich gucke den Film deswegen nicht alleine, weil ich mich halt da so befangen fühlte und habe ihn dementsprechend mit der Familie geschaut, sprich mit meiner Frau und mit der ältesten Tochter. Und das war eigentlich auch wirklich sehr gut, denn wir hatten wirklich verschiedene Meinungen zu dem Film. Ja, aber ich fange erstmal damit an zu sagen, was mir an dem Film ganz gut gefallen hat und was zum Beispiel meiner Frau weniger. Ich muss sagen, der Film, und ich möchte hier in diesem Video nicht zu viel verraten, weil ich möchte euch dementsprechend den Spaß nicht an dem Kurzfilm nehmen, der fängt wirklich sehr, sehr ruhig an. Wir sehen verschiedene Aufnahmen auf einem Flughafen und wir sehen zum Beispiel Flugzeuge, wir sehen eine Übersicht des Flughafens, aber das, wie ich finde, wirklich mit Aufnahmen, die wirklich sehr kreativ gestaltet sind, die immer ein wenig spielerisch daherkommen. Und ich habe diese Aufnahmen wirklich sehr, sehr genossen. Denn das hatte irgendwie schon für mich ein wenig Tarantino-Vibes. Und dann setzte auch noch eine Musik ein, die mir unheimlich gut gefallen hat und wirklich sehr stimmig wirkte letztendlich zu dem, was man dort gesehen hat. Und bei meiner Frau war es dann wiederum so, dass die dann halt wirklich das Gefühl hatte, hey, wann geht's denn hier endlich los mit dem Kurzfilm? Das ist mir für einen Kurzfilm schon eine viel zu lange Einleitung. Und da sieht man dann halt auch wirklich die Unterschiede, beziehungsweise die Geschmäcker. Und Filmgeschmäcker, die können ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein und das ist auch vollkommen okay. Ich fand es aber in dem Moment wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie das Ganze auf mich wirkt und wie das Ganze auf sie wirkt. Meine Tochter, die hat sich da ziemlich zurückgehalten, aber letztendlich fand sie es sehr, sehr spannend, das Ganze zu beobachten und wirklich ist von der ersten bis zur letzten Minute da sehr, sehr gespannt sitzen geblieben. Das schon mal vorab. Und ja, wie geht es dann weiter mit dem Kurzfilm? Wir sehen dann auf jeden Fall Vivien König in der Rolle der Melanie, die dann dementsprechend telefoniert. Und dann dadurch haben wir auch eine längere Einleitung. Wir bekommen nämlich hier wirklich die Figur erstmal vorgestellt, wer sie ist, wo sie hin möchte. Und auch das fand ich wirklich sehr, sehr gut inszeniert, denn wir müssen immer noch daran denken, dass der Film hier wirklich an der Kurzfilm eine Laufzeit von 32 Minuten hat. Und eine solche Einleitung, die hat mir da wirklich schon sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, meine Frau, die fand das Ganze einfach zu lang und wollte jetzt auch endlich mal was sehen. Ja, der Film geht dann weiter mit jemandem, der sie verfolgt. Gespielt wird das Ganze hier von Mike Müller. Und Mike Müller ist erstmal am Anfang oder verkörpert hier erstmal eine Figur, die sehr geheimnisvoll daherkommt. Wir erfahren am Anfang gar nicht so viel über ihn. Und das war eigentlich auch der Part des Kurzfilms, der meiner Frau am besten gefallen hat, weil sie wirklich mehr wissen wollte. Wer ist dieser Mann? Was möchte er hier von Melanie? Und ich muss sagen, der Film hat hier wirklich eine Spannung wirklich erzeugt, die wirklich grandios daherkommt. Man möchte in dem Moment auch einfach mehr erfahren. Man möchte wissen, in welche Richtung geht das Ganze jetzt wirklich. Und ja, mit diesem Part spielt der Film auch erstmal ein wenig. Ja, und Melanie kommt dann auch an ihr Ziel, wo sie hin möchte. Und die Rolle des Mike Müller geht dann in eine etwas andere Richtung. Er geht dann nicht mehr in diese mysteriöse Richtung, sondern wir erfahren so ein bisschen mehr. Er stellt sich auch ein wenig mehr vor, was er von Melanie möchte, woher er sie kennt. Und ich muss sagen, die Figur, die Mike Müller hier verkörpert, die ist dann auch nicht mehr dieses Geheimnisvolle, sondern er wird wirklich schlicht und ergreifend zu einem Psychopathen. Das sieht man in seiner Gestik, das sieht man aber auch dementsprechend, wie er sich äußert. Und ich dachte wirklich, wow, das ist wirklich ein gefährlicher Psychopath. Und
man bekommt so ein bisschen es mit der Angst zu tun. Ja, meiner Frau hat wiederum die Offenbarung dieses Psychopathen nicht ganz so gut gefallen, weil dieses Mysteriöse, das war in dem Moment abgelegt und davon hätte sie gerne noch viel, viel mehr gehabt. Und auf der einen Seite kann ich es natürlich absolut nachvollziehen, weil mir ging es zumindest in einer ähnlichen Richtung auch so. Wäre dieser Film zum Beispiel 90 Minuten gelaufen, hätte man das noch wirklich sehr, sehr gut ausbauen können. Ich fühlte mich da so ein bisschen auch an den Film aus Frankreich erinnert, nämlich Inside. Und ja, da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, das ist bereits alles, was ich euch hier ganz oberflächlich zu Lips and Tips sagen möchte. Denn der Film hat eine Laufzeit halt von 32 Minuten. Und die sollt ihr dementsprechend auch genießen und für euch dementsprechend erleben. Und ja, auf der Blu-ray ist noch ein weiterer Film von Christian Koch, nämlich A Christmas Carol, unter anderem mit Holger Menzel hier in der Rolle. Und auch dieser Film ist wirklich ganz, ganz klasse. Der Film hat eine Laufzeit von 54 Minuten und ist eigentlich so, so habe ich es erlebt, für mich schon ein schönes Kammerspiel. Denn wir haben hier auch wirklich zwei Figuren, die einen längeren Austausch miteinander haben. Und so viel kann ich, glaube ich, sagen. Der Film, den kann man dementsprechend, was gerade das Ende betrifft, sehr, sehr unterschiedlich deuten. Bin ich gespannt, vielleicht hat der ein oder andere von euch den Film ja schon gesehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr klasse inszeniert. Ja, und wer sich jetzt fragt, wo kann ich denn unter anderem Lips and Tips schauen? Ja, das könnt ihr unter anderem bei Amazon Prime machen. Wer aber sagt, hey, ich hätte das ganz gerne in Blu-ray-Form, in physischer Form, da könnt ihr dementsprechend den Christian Koch anschreiben. Die E-Mail-Adresse dazu, die schicke ich euch hier unten einmal rein in die Videobeschreibung, aber auch hier nochmal eingeblendet. Und wie gesagt, einfach absolut ganz toll. Ich hoffe, da kommt noch jede Menge. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das Ganze weiter zu verfolgen. Und ich möchte mich jetzt auch nochmal hier in eigener Sache ganz, ganz doll beim Christian bedanken. Denn er hat hier mir nicht einfach nur die Blu-ray zukommen lassen, sondern er hat mir hier dementsprechend auch noch eine kleine Postkarte geschickt. Die hat er unter anderem mit in die Blu-ray gepackt. Das Artwork, das ist hier von Ralf Krause, auch wirklich absolut grandios. Und er hat mir hier sogar noch eine kleine Widmung hinterlassen in der Blu-ray-Hülle selber. Mit allerbesten Grüßen. Ja, und es war nicht nur die Blu-ray mit im Umschlag. Nein, wir haben hier auch noch eine Mappe und dort waren jede Menge Extras. So hatten wir hier unter anderem verschiedene Aufkleber. Ja, unter anderem hier auch Lips and Tips als Aufkleber. Finde ich wirklich grandios. Und wir haben hier verschiedene Postkarten. Unter anderem hier dementsprechend Christian Koch. Und auch dort befand sich dann nochmal die E-Mail-Adresse, wo ihr dementsprechend auch unter anderem die Blu-ray bestellen könnt. Ja, und unter anderem hier eine wirklich ganz tolle Mappe, die hier auch wirklich wieder das Cover von Ralf Krause schmückt. Wirklich ganz grandios. Und wir haben hier, und das ist wirklich auch ganz schön, hier so einen Kunstdruck, der dann auch nochmal die Melanie zeigt, verkörpert von Vivien König. Und wir haben hier auch nochmal A Christmas Carol, dementsprechend als Postkarte. Und nochmal Lips and Tips. Ja, ihr Lieben. So viel zu Lips and Tips und auch ganz kurz nochmal Christmas Carol halt erwähnt. Und ich muss sagen, wie gesagt, schreibt gerne Christian an. Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, was sich auch dementsprechend lohnt, hier zu unterstützen. Denn ich sage es nochmal gerne, das Ganze von einem Filmfan für Filmfans, von einem Sammler für Sammler. Und allein das ist doch zumindest das Ganze wert, sich dementsprechend einen Eindruck von dem Ganzen zu machen. Ich sage danke und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Und ciao. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke.